Wow, was für eine herrliche himmlische Atmosphäre. Herzlich willkommen zum Morgentau, heute hier live aus dem Gospel Forum. Schön, dass du dabei bist am Livestream. Schön, dass ihr alle hier seid in der Halle und danke für diese wunderschöne, herrliche Anbetungszeit. Heute Morgen kommen wir zum letzten Teil von Revival Times und Revival Tours, aber nur in dem Studium der Apostelgeschichte, in dem wir gerade sind. Denn nächste Woche geht es weiter mit einem neuen, ganz, ganz spannenden Thema, zu dem ich euch alle schon herzlich einlade. Heute kommen wir zur letzten Lektion aus der Apostelgeschichte von Revival Tours. Und ich möchte uns mal so ein bisschen mit reinnehmen in das, was der Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, was da damals irgendwo in diesem Jahr zwischen 63, 64, wo das endet, was da passiert ist. Die Bibel sagt uns in der Apostelgeschichte, dass sie plötzlich aufhört. Also das geschriebene Kapitel 28 in der Apostelgeschichte hört irgendwo mittendrin auf. Ja, da wird geschrieben, der Paulus war da in seiner Mietwohnung und ein Soldat war bei ihm und hat das Evangelium verkündigt. Die beiden letzten Worte der Apostelgeschichte finde ich so bemerkenswert. Er tat es in Kühnheit und ungehindert. Und dann bricht plötzlich die Apostelgeschichte ab. Ein total open end, keine Erklärung, als wenn noch irgendwie so ein dritter Teil geplant war, ja. Lukas hat das Evangelium geschrieben, dann als Fortsetzung die Apostelgeschichte und man spürt und fühlt so, als wenn jetzt noch ein dritter Teil kommen müsste, aber plötzlich mittendrin endet die ganze Revival Story, die Revival Tour und die Revival Time. Und ich glaube, dass genau in diesem Open End, in diesem offenen Ende eine Botschaft von Gott für dich und für mich drin steckt. Die Botschaft lautet, die Revival Time, die geht genauso wie sie über Jahre und Jahrzehnte gelaufen ist, jetzt einfach weiter mit anderen Menschen, mit anderen Leuten, an anderen Orten auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass da eine richtige prophetische, vom Himmel inspirierte Botschaft drinsteckt. Revival Time geht jetzt weiter. Aber nicht nur dort in Jerusalem oder in Rom oder wo wir gerade sind, sondern überall auf der ganzen Welt. Und wir alle sind mit Gott auf Revival Tour. Du und ich, wir sind unterwegs mit Gott. Und wohin wir kommen, bringen wir das Leben Gottes dorthin, wo Menschen sind und wo wir ihnen dienen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Wir sind, du und ich, wir sind die Fortsetzung von Revival Time. Und du und ich, wir sind fortgesetzt auf Revival Tour mit dem Heiligen Geist, der die ganze Apostelgeschichte und unsere Zeit bestimmt. Und natürlich, vielleicht das noch als Ergänzung, viele Fragen bleiben natürlich offen. Ich nenne sie einfach mal, weil sie einfach erwähnt werden müssen. Ja, zum Beispiel die Frage, kam Paulus, nachdem er dort in Gefangenschaft in Rom war, nach diesen 2 Jahren noch einmal frei? Ich persönlich glaube das von ganzem Herzen, weil ein paar Aussagen aus seinen Briefen sonst nicht passen würden. Ja, zum Beispiel steht mal geschrieben, er ließ den Trophimus krank in Milet zurück. Ja, Milet, wissen wir, wo das ist, Kleinasien, da vor dem Ägäischen Meer gelegen. Und da ist die Frage, hey, come on, come on, come on. Beim letzten Mal, Paulus, als er dort war, das passt alles nicht. Das passt alles irgendwo nicht mit dem Zeitpunkt der Verfassung seines Briefes. Irgendwie muss er noch mal dort gewesen sein. Und dann die zweite große Frage, er wollte ja immer noch nach Spanien. Nach España. Ist er nach Spanien gekommen? Ich ahne fast, dass er das noch geschafft hat, wenn du seinen Charakter und seinen Tatendrang und seine Durchsetzungskraft kennst durch den Heiligen Geist, der in ihm war, dann hältst du es auf jeden Fall für möglich, dass er nach Spanien kam. Es gibt auch ein paar Berichte, dass er es noch geschafft hat. Dann die Frage, wann kam Paulus dann wieder nach Rom zurück?
Und wo ist er gekommen? Ins Gefängnis oder wieder in diese Mietwohnung? Und wann erlebte er genau dort den Märtyrertod? Auch da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und vieles, vieles von dem, was Lukas nicht berichtet, bleibt schlichtweg offen. Und da ist eine Botschaft auch für dich und für mich drin. Nicht alles, was wir gerne wissen wollen, steht in der Bibel drin. Okay? Ganz wichtige Message für dich und für mich. Nicht alles, was du gerne in deinem Leben wissen willst, wirst du in der Bibel als Offenbarung oder als historischen Bericht oder irgendetwas finden können. Es steht nicht alles geschrieben, was du gerne wissen willst. Aber, und jetzt kommt die andere Botschaft, alles, was Gott will, dass du wissen sollst, steht in den Heiligen Schriften geschrieben. Und alles, was du wissen musst, um hier ein starkes Leben mit Gott auf der Erde führen zu können, findest du in der Bibel. Und deswegen auch heute Morgen meine Botschaft an dich. Nimm die Heilige Schrift, lass sie deine Speise sein für deinen inneren Menschen, bei Tag und bei Nacht. Denn dort findest du die Antworten auf dein Leben, die du wirklich brauchst. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz, es lag mir so irgendwie am Ende unserer Revival-Tour-Story auf dem Herzen. Ich würde mal gern mit euch einen Rückblick auf diese Zeit machen, die wir miteinander in den letzten Wochen studiert haben. Wenn ihr mal mit mir zurückgeht, ganz an den Anfang der Apostelgeschichte, da war eine kleine Gruppe von 11 Männern und einem Messias, nämlich Jesus, ihrem besten Freund. Und dieser Messias wurde vor ihren Augen weggenommen in den Himmel. Und sie waren plötzlich allein auf der Erde. Und die letzten Worte, die der Messias ihnen gesagt hat, das Letzte, was er ihnen anvertraut hat, zumindest wie es die Apostelgeschichte uns durch Lukas berichtet, ist, und ihr werdet jetzt hier auf der Erde, ihr werdet meine Zeugen sein. Und es beginnt in Jerusalem und dann nach Samaria, Judäa, Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Das waren die prophetischen Worte von Jesus über seinen Freunden, die auf der Erde zurückblieben. Das alles war 30 Jahre vorher. Und jetzt sind 30 Jahre vergangen, wir sehen, was in dieser Zwischenzeit tatsächlich alles passiert ist. 30 Jahre sind seitdem vergangen und die halbe damalige bekannte Welt hatten die Jünger von Jesus mit dem Evangelium durchdrungen. Das ist unglaublich. Ich habe mal die Länder aufgeschrieben, es hat mich selber so interessiert, und zwar nach heutigen Ländernamen, die damals erreicht worden sind. Es war Israel, Syrien, Jordanien, der Libanon, die Türkei, Griechenland, Nordmazedonien, Albanien, Montenegro, Italien, Zypern, Malta, die Schwarzmeerregion, Nordindien, da wissen wir, dass da Thomas hingekommen ist, Nordafrika, Äthiopien, ja, da kam der Kämmerer, der Finanzminister zurück und hat Gemeinden gegründet und wahrscheinlich Spanien, ja, wenn Paulus da noch hingekommen ist. Praktisch eine unfassbare Anzahl von ganzen Nationen und Ländern haben damals in diesen ersten 30 Jahren schon das Evangelium gehört. Schauen wir uns zweitens mal die Weltstädte an, die damals vom Evangelium berührt worden sind. Ich nehme mal nur einige. Jerusalem und Damaskus und Antiochia in Syrien, Tyros, Sidon, ganz wichtige Städte, Caesarea, Jaffa, Tarsus, Salamis und Paphos, Antiochia in Pisidien, Iconium, Derbe und Lystra, Perge, Attalia, Myra, ganz wichtige Hafenstädte, Milet, Ephesus, das Zentrum der kleinasiatischen Städte. Die sieben Städte, die du in der Offenbarung findest, zu denen gehören Pergamon und Sardes und Laodicea, all diese wichtigen Städte dort in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Troas, Philippi, jetzt gehen wir rüber nach Mazedonien, Griechenland. Philippi, Thessalonich, Beröa, Apollonia, Athen, Korinth, alles Weltstädte mit großem Einfluss. Nikopolis, Kenchrea, diese riesige Hafenstadt von Korinth, Malta,
Puteoli und Rom, die größte und wichtigste Stadt des damaligen römischen Weltreiches. Alle haben das Evangelium gehört. Also nicht nur ganze Länder, sondern ganze Großstädte und wichtige Hafenstädte und Zentren der Religiosität wurden mit dem Evangelium von Jesus in Berührung gebracht. So, das Dritte, schauen wir uns mal die Zahlen an, weil wir haben einige Hinweise in der Apostelgeschichte gefunden. Schon nach den ersten Revival-Tours sagt der Apostel Paulus wörtlich, Zehntausende von Juden haben bei dieser Tour bereits das Evangelium gehört. Es steht im Griechischen tatsächlich Zehntausende, Plural. Wir gehen also von 50, 60, 80.000 Juden, die sich zu dem Zeitpunkt bekehrt hatten, beziehungsweise das Evangelium gehört hatten, aus. Und natürlich Hunderttausende von denen aus den Nationen hatten das Evangelium gehört. Weil Paulus sagt, wenn ihr Juden nicht hören wollt, als sie ihm widerstanden, dann gehen wir zu den Heiden und die werden hören, so wie es die Propheten vorhergesagt hatten. So, Zehntausende, wahrscheinlich später auch Hunderttausende von Juden und Hunderttausende und später Millionen von Heiden, die das Evangelium in dieser Zeit, in diesen 30 Jahren gehört haben. Jetzt schauen wir uns mal die Kontinente an. Es wurden drei Kontinente berührt, unfassbar viele Sprachen und Kulturkreise. Fast der gesamte Mittelmeerraum von Nordafrika bis nach Israel, an diese Küste, dann an die Südküste Europas, ja, Italien, Griechenland, Mazedonien, die heutige Türkei, all das wurde erreicht mit dem Evangelium und vielleicht auch Spanien, wie ich schon erwähnt habe. Und dann, jetzt kommt für etwas, was mich unglaublich berührt hat, und das alles geschah unter den schwierigsten politischen, religiösen, sicherheitstechnischen, hygienischen, reisetechnischen, infrastrukturellen und finanziellen Außenbedingungen. Unter den schwierigsten Außenbedingungen, was Geld betrifft, was Gesundheit betrifft, was Sicherheit betrifft, was politische Umstände, was Regierungskonstellationen betrifft, reisetechnische Herausforderungen, ja, große Gefahren. Alles das wurde trotz dieser Herausforderungen durch die ersten Apostel und die ersten Christen bewerkstelligt. Und ihr Lieben, was für ein Vorbild für uns in unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten heute haben, denen es so viel besser geht, wo die Infrastruktur, die Reisemöglichkeiten, das Know-how, das Internet, die Massenmedien, die Möglichkeiten, die wir heute haben, übersteigen um ein Tausendfaches all das, was damals möglich war. In viel kürzerer Zeit können wir heute viel mehr Millionen von Menschen erreichen. Heute mit einem einzigen Post können manche Millionen Menschen innerhalb von Minuten erreichen auf der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Und diese Möglichkeiten, die sollen wir nutzen. Und ich bin berührt, richtig tief berührt vom Apostel Paulus natürlich in besonderer Weise, der eine ganz zentrale Figur der Apostelgeschichte ist. Aber genauso die anderen Freunde, die Bekannten und die Unbekannten, die einen so hohen Preis bezahlt haben damals, damit das Evangelium zu uns nach Europa kommt und wir es hören können. Ich bewundere seine Ausdauer und seinen Mut und seine Leidensbereitschaft und seine Energie und seine Zielstrebigkeit und seinen gewaltigen Glauben und die Liebe, die er zu den Menschen hatte. Und was für eine Liebe, ja, das Evangelium zu ihnen zu bringen. Was für eine Zuversicht, dass Gott bei ihm ist. Was für ein starkes Gebetsleben, wo er Bahn gemacht hat mit all seinen Freunden zusammen. Was für eine Disziplin in seinem Alltagsleben, dass er immer früh morgens aufstand, den Herrn gesucht hat. Was für eine Demut und eine Sanftmut. Was für ein wunderbarer Charakter. Was für eine Uneigennützigkeit. Immer das Beste für die anderen vor Augen. Was für eine Risikobereitschaft in all den Herausforderungen. Und was für eine Konsequenz in der Verfolgung seines großen Auftrags, den Gott ihm gegeben hat. Was für ein Vorbild für dich und für mich. Revival Times und Revival Tours. Wir können so viel von ihm lernen. Und jetzt möchte ich gerne etwas tun, was nicht in der Apostelgeschichte steht, aber in den Briefen des Apostel Paulus, die er ja parallel zu seinen Tours
in der Apostelgeschichte geschrieben hat. Und wenn du mal die Briefe am Stück liest, wenn er zum Beispiel in Korinth war, dann liest du die Korintherbriefe. Oder jetzt in Rom, dann lese mal den Römerbrief, den er 4, 5 Jahre vorher geschrieben hat. Oder in Thessalonich, den Thessalonicher Brief, in Ephesus, den Epheserbrief. Dann hast du auch diese kulturellen, zeitmäßigen, inhaltlichen, gemeindlichen Zusammenhänge, die so spannend sind zu studieren. Und ich nehme mal heute 2, 3 Stellen aus dem Korintherbrief, aus dem 1. und 2., wo Paulus seine Revival Tours zusammenfasst und wo er die Herausforderung und die inhaltlichen Kämpfe und das, was ihm richtig auch eine Last manchmal war, beschreibt und das trotzdem beschreibt, das ihn vorangebracht hat. 1. Korinther Kapitel 4, Vers 9 bis 13. Und ich lese einfach mal Originaltext Apostel Paulus vor. Es scheint mir, schreibt er, dass Gott uns, die Apostel, die auf Revival-Tour mit Jesus unterwegs sind, als die Letzten hingestellt hat. Gleichsam Leute, die wie zum Tod bestimmt sind. Wir sind für die Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir wurden wie Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir wurden schwach, ihr aber stark. Ihr seid in Ehren, wir aber werden um des Evangeliums willen verachtet auf unseren Tours. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße. Wir werden geschlagen, wir haben keine Bleibe, kein Zuhause, keine Wohnung. Wir arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen, um niemand zur Last zu fallen, auch finanziell. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Und zum Auskehricht der Welt, also zum Abfalleimer der Welt, sind wir geworden. Zum Abschaum aller bis jetzt. Ein kleiner Ausschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Wenn du weiterlesen willst, einen kleinen Tipp, 2. Korinther 6, Vers 4 bis 10 findest du die nächste Liste, wo Paulus schreibt, was ihm widerfahren ist. Und wir machen Fortsetzung im 2. Korinther 11, Vers 23 folgende. Und achte mal, wie er seine Revival Tours beschreibt. Ich habe extrem viel Mühsal und über die Maßen viele Schläge aushalten müssen. War sehr oft in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5-mal 40 Schläge weniger ein, also 39 Schläge erhalten. 5-mal passiert. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen worden. Jetzt haben wir schon 8-mal, ja, wo er richtig verprügelt worden ist mit Ruten und mit in diesen Synagogen, diese 39 Hiebe. 1-mal, wissen wir, wo das war, bin ich gesteinigt worden, zu Tode gekommen. Jetzt haben wir schon den 9. Fall, ja, wo er schwerst verletzt, in dem Fall sogar zu Tode gekommen ist, in Lystra, als seine Freunde ihn dann von den Toten auferweckt haben. 1 Nacht und 1 Tag habe ich auf dem Meer, auf dem offenen Meer zugebracht bei Schiffbruch. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, also wo er Flüsse überquert hat, hat er sehr gefährliche Situationen erlebt, auf den Fähren, wo auch immer. Er war in Gefahren durch Räuber, das habe ich öfters erzählt. Es gab ganze Abschnitte seiner Reisen, die sehr gefährlich waren, wo die Reisenden regelmäßig ausgeraubt worden sind. Ich war in Gefahr von meinem eigenen Volk, den Juden. Ich war in Gefahr von den Heiden. Ich war in Gefahr in der Stadt. Ich habe Gefahren erlebt in der Wüste. Ich war in Gefahren auf dem Meer. Ich war in Gefahren unter falschen Brüdern. Sag mal, das musst du dir vorstellen, ja, so ein Schiffssturm und ein Schiffsbruch vor Malta war für Paulus genauso schlimm und schrecklich als Gefahr wie falsche Brüder. Es berührt mein Herz. Falsche Brüder sind auch heute noch
Brüder, die nicht wirklich lieben, die nicht wirklich andere Menschen ehren und achten und wertschätzen, sind genauso schlimm wie ein Schiffbruch zu erleben vor Malta. Es berührt mich, dass die Bibel das so ausdrückt hier. Dann schreibt er, in Arbeit und in Mühe, oftmals in durchwachten Nächten, wo ich nicht geschlafen habe, in Hunger und in Durst, oftmals in Fasten, in Kälte, ja, im Winter, wenn es draußen eiskalt war, ja, wir würden sagen, richtig aberwitzig kalt, ja, und in Blöße, wo man nicht genügend Kleider hatte. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir und die Sorge für all die vielen Hunderten und Tausenden Gemeinden, die es inzwischen gab. Und wer ist schwach? Und ich leide nicht mit und bin gleichzeitig mit ihm schwach. Und wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz für das, was der gerade durchmacht? Wenn ich mich also rühmen soll, so will ich mich, sagt der Apostel Paulus, meiner Schwachheit rühmen, dass Gott mich durchgetragen hat, durch all die Herausforderungen in diesen Revival Times und Revival Tours. Und ihr Lieben, ich möchte heute den Hut ziehen vor diesem Apostel, vor diesem Vorbild des Glaubens, vor diesem Mann, der keine Mühe gescheut hat, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Liebe Gottes, in der heiligen Entschlossenheit, mit himmlischer Disziplin und mit großer, großer Entschiedenheit das Evangelium zu uns zu bringen. Ich schließe mal mit einer kleinen Zusammenfassung für dich und für mich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was wir jetzt zusammen lesen, dass es etwas sehr, sehr Wichtiges ist für dich und für mich, für unsere Zukunft. Punkt Nummer eins. Du und ich, wir sind heute mit dem Heiligen Geist unterwegs. Wir sind mit ihm auf Tour. Übrigens jeden Tag, heute an diesem Tag. Du bist auf Revival Tours. Du bist unterwegs mit dem Heiligen Geist und sollst Leben überall hinbringen, wo es möglich ist. Das Leben Gottes, die Liebe des Vaters. Das, was lebensspendend ist, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Gebetskraft, seine heilende Kraft. Du sollst es an andere Menschen weitergeben. Gottes Leben. Seine Liebe, seine Kraft und Wahrheit leben in dir. Der Christus ist in dir. Du bist mit ihm durch den Heiligen Geist unterwegs auf Tour. Schenk es weiter. Zweitens, dies ist immer, diese Tour immer mit Herausforderungen verbunden. Immer. Es wird nie eine Revival Tour und es wird nie Revival Times geben. Auch heute nicht. Ja, wir erleben so viel Herrlichkeit. Aber es wird immer mit Herausforderungen verbunden sein. Immer. Mir war so, als wenn Gott zu mir sagt, so ganz liebevoll, väterlich, mit viel Güte und Gnade, sagt Peter, Revival Time ist da. Revival Time ist da. Revival Tour, du bist unterwegs mit dem Herrn. Aber es wird nie ohne Herausforderungen gehen. Es wird immer, auch in Zukunft, ich weiß schon, ja, es werden wieder Dinge kommen. I don't know what. Das heißt übersetzt, ich weiß nicht was. Aber es wird Dinge kommen. Und ich weiß, es gehört dazu. Und der in mir ist, der in dir drin ist, ist stärker als der in der Welt ist. Und das Dritte, der Glaube an die unbegrenzte Kraft und die unendlichen Möglichkeiten unseres Vaters im Himmel und seine Treue zu seinem Wort geben dir und mir immer wieder neue Energie. Ja, Gott stellt sich zu seinem eigenen Wort. Er sagt, steht geschrieben, ja, ich werde mit dir sein, bei Tag und bei Nacht. Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Niemand kann dich von Gott scheiden und seiner Liebe. Niemand auf der ganzen Welt. Gott ist mit uns, mitten in dieser Zeit, voller Herausforderungen. Ja. Er ist auf dem Thron. Und er ist vor allem auf dem Thron unseres Herzens, in uns drin. Und er lebt in uns. Er ist der Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Glaube trägt uns und gibt uns Energie. Viertens, die enge Verbindung im Gebet zu unserem Gott, das Reden mit ihm jeden Tag, die Gemeinschaft mit unserem Herrn ist der Schlüssel für Revival Times und Revival Tours, wo wir mit ihm unterwegs sind. Deine Beziehung zum Herrn, dein Gespräch mit ihm, wenn wir gleich zusammen beten, ja, ist von entscheidender Bedeutung
für alles, was Gott durch dich, mit dir und in dir tut. Und fünftens, wir sind im Team unterwegs. Das lernen wir aus der Apostelgeschichte. Das lernen wir in Revival Times. Und wenn wir auf Revival Tour sind, wir sind niemals allein unterwegs. Niemals. Manchmal sind wir als Menschen irgendwo an einer Stelle, an einem Ort, zu einem Zeitpunkt mal ganz alleine. Keine Frage. Aber unterwegs in unserem Leben sind wir nie alleine, nie. Das hat Gott nie für den Menschen, weder für dich noch für mich bestimmt. You will never walk alone. Du wirst niemals alleine unterwegs sein. Gott ist immer bei dir. Aber du hast auch immer Menschen um dich herum. Ein Team. Wir alle brauchen Teams. Wir alle brauchen Freunde. Wir alle brauchen Church. Wir brauchen Kirche. Du brauchst eine Kleingruppe. Hey, wer heute immer noch nicht verstanden hat, ich brauche eine Kleingruppe. Ich brauche ein Team, Freunde, die mit mir zusammen durch dieses Leben gehen, die geistlich so ticken wie ich, die den Herrn lieb haben, die ihn kennen, die von ihm inspiriert sind, die ermutige und glaubensstarke Leute sind. Freunde, wir werden abschwächeln, wenn wir nicht einander haben. Die Bibel sagt, helft einander, baut einander auf, ermutigt einander, lehrt einander, korrigiert einander, stärkt einander, wascht einander die Füße. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Wir arbeiten im Team. Wir sind zusammen unterwegs. Wir brauchen Kirche. Wir brauchen Kleingruppen und Teams, zu denen wir gehören. Und das sechste und letzte, es gibt noch so viel sonst zu sagen, aber ich dachte so, das ist das, die Sahne auf dem Häubchen obendrauf bei Revival Tour in Revival Times. Du wirst eine Belohnung empfangen für das, was du hier auf der Erde mit dem Heiligen Geist, mit deinen Brüdern und Schwestern im Glauben, mit Gott und durch deine Kraft für das Königreich Gottes bewirken wirst. Gott wird dich dafür segnen. Du wirst nichts tun, nichts reden, kein Gebet, nichts, was du tust für den Herrn. Und in ihm nichts wird unbelohnt bleiben. Die Bibel sagt allen, wenn nur einer sich nur auf den Weg macht, Gott zu suchen, ja, eine winzige Zeit, eine Minute mit Gott zu verbringen, ja, du sitzt auf der Toilette, du hast eine lange Sitzung, du weißt nicht, was du tun sollst, und dann redest du dort mit Gott. Die Bibel sagt, auch diese Zeit, nichts von all dem, was du investierst, wird unbelohnt bleiben. Er wird dich für alles und alles belohnen. Er wird ein Belohner sein, denen, die ihn suchen. Die Bibel sagt, trachte, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alle anderen Dinge, die du für dein Leben brauchst, sie werden dir zufallen. Ihr Lieben, was für ein Geschenk, dass wir in Revival Times leben, in Zeiten, wo das Leben von Gott sich überall ausbreitet und dass wir zusammen, du und ich, nicht alleine, sondern zusammen auf Revival Tour sind mit unserem Herrn. Und wenn die Apostelgeschichte so plötzlich und abrupt ganz offen endet, dann aus dem Grund, weil Gott mit dir und mit mir Geschichte schreibt in unserer Zeit. Die Bücher dieser Welt, die Bibliotheken dieser Welt können nicht das fassen, was Gott durch seine Männer und seine Frauen auch heute noch tut. Und jetzt, ihr Lieben, lasst uns zusammen aufstehen und beten. Und lasst uns das, was Gott uns heute gesagt hat, wo wir heute einen Abschluss auch gefunden haben, unseres herrlichen Themas, lasst uns den Arm unseres Herrn bewegen über unserem Land. Und ihn darum bitten, dass wir die Dinge sehen und noch viel größere, die wir zusammen hier studiert haben. Und Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für deine Freundschaft zu uns. Danke für solche Vorbilder hier in der Apostelgeschichte. Danke für so einen Petrus und Apollos. Danke für einen Paulus, für einen Timotheus und Titus, einen Silvanus und Epaphroditus. Die vielen bekannten, unbekannten Männer und Frauen Gottes, die du überall auf der ganzen Welt hast. Und heute danke ich dir, Vater. Ich danke dir mit all meinen Brüdern und Schwestern für all dein Volk hier im ganzen Land, auch in der Schweiz und in Österreich, in Europa, für all deine Männer und Frauen. Und lass dein Leben, lass deine Revival Power mit ihnen sein. Gießt du neu dein Feuer aus, heute am frühen Morgen auf deine Männer und deine Frauen, auf deine Söhne und deine Töchter. Und lass sie spüren, wie die Energie und Kraft des Heiligen Geistes ihren ganzen Körper, ihre ganze Seele, ihren ganzen Geist erfüllen und wie Leben aus ihnen fließt.
Wir segnen heute Morgen deine Kirche. Was für ein herrliches, herrliches Volk hast du hier in dieser Stadt. Du hast uns verheißen, Stuttgart, überall in Deutschland. Du hast ein großes Volk in dieser Stadt und in diesem Land. Und wir rufen prophetisch über den Millionen und Abermillionen Menschen aus, die in diesen Tagen dich finden sollen, überall. Wir sagen, Herr, dein Himmel über uns Menschen ist offen. Dies ist der Tag des Heils. Jetzt ist die angenehme Zeit. Danke für deinen mächtigen, starken Arm über unsere Nation. Wir segnen heute Morgen auch Angela Merkel, alle unsere Minister, Staatssekretäre, die Verantwortung tragen in unserem Land, alle unsere Richter, alle Polizeibehörden, alle, die im Gesundheitswesen tätig sind. Wir segnen euch, dass der Heilige Geist auf euch kommt und dass der Wille des Vaters geschieht, wie im Himmel, so hier auf der Erde. Der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei mit Deutschland, geschehe mit unserer Nation. In Jesu Namen. Wir segnen auch unser Land Baden-Württemberg. Wir segnen dich, Stuttgart, heute Morgen. Die Stadt, die wir lieben, all die vielen hunderttausenden Menschen hier. Segnen unseren neuen Oberbürgermeister, alle Bürgermeister und Stadträte und die Verantwortung tragen in unserer Stadt. Vater im Himmel, wir legen deinen Segen auf sie, deine Gnade und deine Weisheit, komme über sie alle. Wir danken dir, dass ganze Städte Revival Times erleben. Danke, lass Stuttgart brennen von deiner Liebe und deiner Herrlichkeit. Lass Stuttgart und den ganzen mittleren Neckarraum und Baden-Württemberg und Deutschland deine Herrlichkeit sehen und deine Freundschaft erleben in Jesu Namen. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in this darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Und jetzt, Vater im Himmel, segnen wir die nächste Generation. Wir segnen die Kinder, die Preteens und die Teens und die jungen Leute und die jungen Erwachsenen. Wir segnen die Ungeborenen. Und Herr, ich danke dir, dass du dir ein neues Volk formst, eine neue Generation von jungen Menschen, die Hunger haben nach dir. Hunger nach deiner Wahrheit. Hunger nach deiner Gerechtigkeit. Hunger nach deiner Freiheit, nach der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Heute Morgen segnen wir prophetisch unsere ganze Nation mit einem Hunger nach dir, Vater. Ein Hunger nach deinem Wort. Hunger nach Wahrheit. Hunger nach deiner Gnade und Erlösung und nach deiner Gerechtigkeit. Sende du einen Hunger hinein in unser Land. Ein Hunger nach dir selber. Dem besten Vater auf der ganzen Welt. Und Herr, wir rühmen dich, Jesus, den Messias, den Retter unserer Nation. Wir beten, dass jetzt am Osterfest deine Herrlichkeit sich ausbreitet über jede Kirche hinaus in die ganze Gesellschaft. Dass Jesus am Kreuz und Jesus als der Auferstandene entdeckt wird und erkannt wird und sein mächtiges Erlösungs- und Errettungswerk entdeckt wird überall im ganzen Land. Wir segnen dich, Deutschland, heute Morgen mit Erkenntnis des Herrn. Du sollst den Messias und Retter der ganzen Welt, Jesus Christus, erkennen. Die Augen der Nation sollen geöffnet werden. Wir sagen heute Morgen, Ephata, öffnet euch, ihr geistlichen Augen der Nation. Öffnet euch, ihr Ohren der Herzen, sie hören können und verstehen können,
was das Evangelium der Gnade Gottes ist. Das Evangelium der Errettung für alle Menschen. Lass uns mal unsere Hände ausstrecken, während wir vor Gott stehen, für unser Land. In dem Buch des Predigers steht: Erhebe deine Hände für das Leben deiner Kinder. Und irgendwie ist es so, wenn du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter geworden bist, dann werden plötzlich so viele Dinge deine Kinder. Du spürst, du hast Verantwortung dafür. Ein Papa, eine Mama trägt Verantwortung für Kinder. Und mir ist so, als wenn Gott prophetisch heute Morgen dir und mir sagen will, ihr sollt Verantwortung übernehmen in größerer Weise. Ich will euch mehr Verantwortung geben für dieses Land als geistliche Väter und Mütter. Selbst wenn du noch gar nicht so lange gläubig bist, wenn du Gott kennst, Gott der Vater in deinem Herzen ist durch den Heiligen Geist, dann leben wir geistliche Vaterschaft, geistliche Mutterschaft. Das heißt, wir übernehmen geistliche Verantwortung. Und in dem Fall auch für ganze Länder und ganze Städte. Ich glaube, dass Gott heute Morgen prophetisch Menschen ruft, die ganze geistliche Vaterschaft übernimmt. Für ganze Schulen, Universitäten, für Betriebe, für Krankenhäuser und Impfstationen. Und sagen, die meisten Menschen hier kennen vielleicht Gott nicht, aber ich kenne ihn hier. Ich übernehme geistliche Verantwortung. Ich löse hier den Segen Gottes. Im Gebet reiße ich finstere Mächte nieder, Altäre des Bösen. Und rufe das Reich Gottes herbei. Und sage, komm, Reich Gottes, Herrschaft des Himmels, Regentschaft unseres Gottes, komme hier an diesen Ort. Komme in diese wunderbare Einrichtung. Komme zu den Kindern in der Kindertagesstätte. Komme in meine Nachbarschaft. Komme in meinen Stadtteil. Komme in meine Region. Gott ruft dich heute in geistliche Vaterschaft, in geistliche Mutterschaft. Er ruft dich und bevollmächtigt dich mit seinem Heiligen Geist. Wo immer du gerade bist, wann immer du diesen Morgentau hörst, Gott ruft dich in geistliche Verantwortung, ganz neu, noch größer als zuvor. Ein neuer Level für dich. Eine neue Ausstattung für dich. Eine neue Bevollmächtigung für dich und für mich. Hand ist auf dir. Es ist ein heiliger Augenblick. Seine Präsenz fällt auf dich, auch in deinem Wohnzimmer, deiner Küche, in deinem Auto, wo du gerade bist. Dein Feuer durchflutet dich. Ich spüre seine himmlische Energie. Ganze Menschengruppen werden in diesem Augenblick erfasst von dem Strom seiner Shekinah, seiner Herrlichkeitswolke. Und der Herr selber legt seine Hand auf dich. Er sagt, ich habe dich berufen, ich habe dich erwählt, ich habe dich gesetzt, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibt. Vergiss niemals, sagt der Herr, ich bin mit dir, wer mag wider dich sein? Und der Herr, ich möchte dir so herzlich danken heute. Ich danke dir für Revival Tours und Revival Times. Danke dir, dass deine Hand auf unserem Leben ist, dass das Beste erst noch kommt. Dass wir sehen werden, wie Deutschland, die Schweiz und Österreich heimgesucht wird, mitten in schwierigsten Zeiten, mitten in Herausforderungen.
mitten in großen Gefahren auf dem Meer und auf dem Land, so wie es Paulus ausdrückt. Mittendrin baust du dein Königreich. Und der Bau und der Baum deines Königreiches wird am Ende der Zeit der größte von allen sein. So hast du es prophezeit. Der Berg des Herrn wird herausragend hoch sein in diesen letzten Tagen. Mit dem Haus des Herrn darauf. Ehre sei dir. Amen. Wow, ihr Lieben, die Zeit geht so schnell vorbei. Was für eine Gegenwart Gottes. Wo wir unserem Herrn mal einen richtigen Applaus geben. Wow, es ist so wunderbar, mit ihm zusammen zu sein. Weißt du, die Welt, alles Geld dieser Welt, aller Reichtum, aller Besitzer kann dir nicht das geben, was Jesus dir gibt. Und es ist so gut, dass wir zusammen sind. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema. Ich kann dir schon ein bisschen was sagen. Wir werden auch wieder Fortsetzung machen mit den Psalmen. Ja, dass wir regelmäßig Psalmen studieren, weil die sind uns gegeben als Lieder und Gebete von Gott für uns, für diese Zeit. Und wir werden auch ein neues Thema anfangen, das ich euch nicht verrate. Wir werden nächsten Dienstag anfangen. Es wird mega spannend und mega inspirierend. So in etwa wie Revival Times und Revival Tours. Ich lade euch jetzt schon herzlich ein. Wenn du Teil von dem sein willst, was Gott hier in Stuttgart tut, dann lade ich dich ein, mit dabei zu sein. Du kannst dich einklicken auf unserer Webseite, auf unserem Online-Campus. Manche nennen das auch Online-Church. Und du kannst da einfach ein Teil davon werden, selbst wenn du hunderte oder tausende Kilometer weg oder an einem anderen Ende der Erde wohnst. Du kannst Teil von dem sein und wir machen Verbindung mit dir, wenn du dich dort anmeldest. Dann möchte ich euch herzlich einladen zu unseren Ostergottesdiensten. Karfreitag, morgen Abend, wir werden eine herrliche Worship Night haben mit ganz vielen kreativen Elementen und wir wollen Jesus groß machen. Wir wollen ihn verherrlichen, dass er am Kreuz sein Leben für uns geopfert hat, damit wir das Leben haben. Und dann laden wir euch besonders für Sonntagmorgen natürlich ein, 9 Uhr und 11 Uhr hier live, unsere Präsenzgottesdienste und um 11 Uhr auch online. Bei Livestream auf YouTube kannst du dich mit einklicken. Und jetzt wünschen wir dir heute für diesen Tag einen wunderschönen, gesegneten Tag. Gott ist mit dir und hab eine gute Revival Time und eine gute Tour mit dem Heiligen Geist.